sie vom Acker gemacht haben. Geh nochmal zurück und sieh nach. Ich sage, wir versuchen es in dem Bereich. Das muss ich mir einfach ansehen. Hallo? Hallo? Alles in... Ich muss oh mein Gott. Aber ich will da... Scheiße, die haben ihm sogar noch eine... Richtiges Benehmen, Sir. Der Manager bleibt in den Ventilatoren für uns in die Büros einbauen lassen. Er rührt sich wahrscheinlich erst, wenn einer mit einem Sitzschlag um verdächtiges Benehmen da drüben. Ein Arschloch. Oh, das sorry. Sieht nach Ärger aus. Ich mein... So bewegt er sich gar nicht. Was schleicht er da rum? Wir haben in der Boxhalle trainiert, wir haben gemacht. Was schleicht er da rum? Scheiße. Ich sollte herausfinden, wo der Drecksqualm herkommt. Das Klügste ist, sich ganz aus der Politik raus. Ihr hört deine Waffe! Ja, ich habe die Quelle von dem Qualm gefunden. Und ich glaube, wir werden bald draufgehen. Anstrengend. Ich behalte den Lasker-Qualm. Ich sollte mich da raushalten. Der Typ deine Waffe in der Hand? Das sieht etwas rücksichtsvoller, ja? Das muss ich mir näher ansehen. Ich werde mir das mal genauer anschauen. Warte mal, ist das ein Schießeisen? Weg hier! Schnell! Was zum Teufel ist denn jetzt los? Raus hier! Verschwinden! Hilfe! Polizei! Hilfe! Okay. Ich bin noch zu jung. Wo wollt ihr dann suchen? Ich erwische! Der Scheiß ist nicht witzig. Scheiße. Überprüf die andere Seite. Ah! Warte mal, ist das ein Schießeisen? Vermutlich nicht. Warte mal, ist das ein Schießeisen? Okay, das muss ich mir näher ansehen. Mach deinen beschissenen Job und finde ihn!
wenn der Lehrer nicht hinsah. Redete groß. Sie hat gesagt, sie hat's von ihrem Schüler. Soll eine noch eine andere Bewusstseinsebene bringen, hat sie gesagt. Ich hab ihr gesagt, sie redet einen Haufen Scheiß. Verflucht nochmal, ich hab genug Ärger am Hals. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich rufe die Bullen! Lass uns. Was glaubst du, wo du hingehst? Rennt, rennt! Ich denke, das war's dann wohl. Sieht mich viele Orte zum Verstoß. Vorsicht, Platz da! Scheiß Dinger. Ich kann nicht glauben, was du uns hier reingebracht hast. Ich mache ich doch alles, Baby. Ich hoffe doch, das ist eine Spielzeugpistole. Was findet hier? Er wurde angeschossen. Das ist ja traurig. Was findet hier? Du hast dir nichts verloren. Das ist eine echte Knarre. Menschen auflaufen. Sich mit mir anzulegen, ist nicht mehr das nur ein Kumpel. Alle, was ist denn das für ein Aufruhr? Oh mein Gott, ich habe noch diesen. Meine Güte. Oh mein Gott, er hat eine Knarre. Ich glaube, er hat eine Waffe. Puppe da. Der schwingt wie der Arsch deiner Mutter. Verzeihung, ist das eine Pistole? Das macht mich tierisch nervös. Hat sie da angekommen. Alle weg hier, schnell! Was zur Hölle? Gar nichts! Ist den Zeitaufwand nicht wert. Lass ihn abhauen. Achtung! Diese Waffe brauch ich! Die gehört mir! Solange ich nachlasse. Okay. Wo wollt ihr dann suchen? Schnappt euch diesen dämlichen Hurensohn! Schleicht dich hinter ihn! Wer diesen Sack um! Das gefällt dir! Was? Du hättest nicht hierher kommen sollen! Ich hab ihn. Der Junge kann. Da, mehr diesen Sack um! Hab dich, du Arschloch! Ich mach das! Munition ist alle! Ich geh in Deckung! Zeit zu sterben! Die ganze Scheiße haben wir ihm zu verdanken. Los geht's! Da ist er! Zeit zu sterben.
Erschieß den Arsch endlich! Erschieß diesen dämlichen Bastard! Schnapp ihn dir, solange er nach... Der Kleine gehört... Ah, die Kugel hat mich erwischt! Oh. Keine Munition mehr! Ich bin getroffen! Achtung! Ich gehe in Deckung! Wir sind im French War. Schick mir ein paar deiner Männer. Kannst du auf mich zählen, Junge. Und ich kann mich hoffentlich darauf verlassen, dass du dich beim nächsten Bezirk revanchierst. Durch Mr. Clay beseitigt worden war, hat er Sir Mercano ins Visier genommen. Hören Sie, das habe ich doch schon erklärt. Es lief ganz genauso wie in Vietnam. Wenn Sie dem verantwortlichen Idioten an den Kragen wollen, greifen Sie erst seine Männer und die Infrastruktur an, nehmen ihnen die Fähigkeit zurückzuschlagen und bevor die was checken, stehen sie dann da, ganz allein, hilflos wie kleine Kinder. Oh, Entschuldigung.
weiß jetzt, wer dein Richter ist. Cornelius Holden. Er hat gerade Lou angerufen. Ich soll mich nicht aufregen. Ich bin diesem Irren nur mit knapper Not entkommen, Lou. Dafür zahlst du mir nicht genug, dass ich hier... Nicht am Telefon, Cornelius. Man kann nie wissen, ob da wer mithört. Diese Scheiße muss aufhören, hörst du? Denn das eine sage ich dir. Vorher rühre ich keinen Finger, was deinen Bruder betrifft. Reg dich wieder ab, Cornelius. Ich schicke einen Wagen mit meinen besten Männern. Die sorgen für deine Sicherheit. Cornelius ist 60. Die Vollidioten hier im Staat haben ihn 1951 zum Amtsrichter gewählt. Ich hab noch was für dich. Das sind Lamont Harris und Trey McCall, beide getötet von einem Typ namens Hollis Dupree. Hab gehört, er hat sie abgeknallt, als sie bei ihm um Hilfe gebeten haben. Hollis behauptet, es war Notwehr. Er dachte, die zwei wollten ihn umbringen. Cornelius ist der zuständige Richter für diesen Fall. Also würde sein Tod eine Menge Wirbel machen. Cornelius ist so ein stinkreicher Südstaatenarsch. Wenn du den killst, gibt das mehr als nur Wirbel. Hoffentlich kapieren diese Schwanzlutscher dann endlich, dass ihre Zeit abgelaufen ist. Das ist der Wagen, von dem Lou gesprochen hat. Ist das Ding gepanzert? Hab mir seine Papiere besorgt. Das Ding ist kugelsicher, fast wie ein Tresor. Hält zwar eine Menge aus, ist aber durchaus zu schaffen. Cornelius wird jeden Moment abfahren. Ab dann kannst du ihn dir schnappen. Fährt er immer dieselbe Route? Nein, seit Prozessbeginn wechselt er sie. Aber er hält immer ein, zweimal auf seinem Heimweg. Also, greif ihn dir dann oder schlag zu, wenn er mit dem Wagen rumfährt. Okay. Und Vorsicht vor den Cops. Kannst du mir Nachschub rüberschicken zum French Ward? Komme schon, nur einen Augenblick. Moment mal, der Junge dort sieht aus wie unser Verdächtiger. Was hat sie sich denn gedacht, so angezogen auszugehen? Man weiß doch alles, was du siehst. Sag dir mal, was du kannst. Ruf mich an, wenn du mich brauchst. Ich brauche erstmal meine Medizin.